Final Fantasy Requiem ist eine Mod für die US-Version von Final Fantasy 8. Und dieser Mod, dieser Patch sorgt dafür, dass alles mega hart wird. So ein bisschen wie bei den Leuten, die Dark Souls und so spielen. Oh, natürlich! Natürlich krittest du mich jetzt! Natürlich krittest du mich jetzt! Die Gegner können kritten, alles klar! Ah. Indem ich beide Beschwörungen einsetze, dass er sich so denkt, oh cool, der hat ja beide Beschwörungen voll... hat ja gerade Feuer eingesetzt! Ui, ja, das ist mal eine Ansage, ne? Ich meine, wenn ich er wäre, dann... Närrische Menschen. Oh, das war doch mal eine Ansage. Das gefällt mir. We are doomed. Stop your whining. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Oh, das ist ja geil. Das ist ja wunderschön. Storm Breath. Ja, doch, sollte gehen. Maximalschaden 350. Wirklich 350. Gut gerechnet von mir. Das war also 348. Da war ich schon sehr nah dran, ne? So, dann machen wir hier Double. Cure, Cure. Double. Cure, Cure. Sehr, sehr passiv von mir, ne? Vierer, wieso greifst du Mutterficker jetzt nochmal an? So, in welcher Welt findest du dein Verhalten jetzt in Ordnung? Also, tut mir leid, Leute, aber das finde ich jetzt extrem unfair. Das hat nichts mehr mit Haar zu tun. Das war straight, kompletter Bullshit, okay? Aber hey, ich versuch's. Auch wenn mich das immer so ein bisschen triggert, wenn Leute in Boss kämpfen oder allgemein sterben, weil sie dann nicht die komplette XP kriegen. Ich bleib dran. Zumal... Warte mal, war der Level 15? Ich überleg gerade. Vielleicht war das gar nicht so schlau, dass Squall aufgelevelt war, weil die anderen dadurch einen Nachteil jetzt hatten. Wieso greift er auf einmal jetzt so hardcore an? Hat er doch die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt fühlt er sich getriggert, dass die Leute doppelt angreifen konnten, ne? Ja. Aber das bezweifle ich ganz stark, dass sie das tun. Ja, hier mach mal Duell. Da muss ich jetzt irgendwelche Tasten drücken, ne? Zack, zack. Ach so, eins nur. Nicht alle vier, genau. Und solange ich das mache, habe ich noch Zeit. Okay. Rechts, links. Und komm, einmal X und... Aber das zieht ja, ich merke gerade, das zieht ja gar nichts ab. Das zieht ja gar nichts ab. Weil wahrscheinlich, weil es ein fliegendes Monster ist. Es zieht doch gar nichts ab. Es zieht doch gar nichts ab. Ich bin tot. Oh, nein. Oh. Da geht er down. Oh. Das ist... Das hat... Das... Das Gefühl, was ich gerade hab, ne? Das hatte ich nicht bei Ifrit. Aber jetzt schon, das ist so, ich glaube, das ist das, was so Souls-Spieler so haben, ne? Dieses einerseits ist man eigentlich gerade komplett gebrochen, aber andererseits macht mich das schon so ein bisschen an. Und ich fand das jetzt schon so ein bisschen geil, dass er so stark ist.